Das mit dem Items habe ich noch nicht so ganz gerafft. Ich schätze aber, es wird dann automatisch eingelegt. Nur vor jedem Jagdausflug muss ich halt dann eben festlegen, was ich mitnehme. Cool, wir haben den Icewalk-Skill acquired. Können wir schnell laufen im Schnee. Das ist echt das beste Feature, das ich bisher in Yakuza 5 gehört habe. Oh, Trapping. Rabbits will do. Bin mal gespannt. Okay, und was sagt Baba so? Jetzt können wir dann auch kleineres Wild jagen, also Hasen. Und ihnen das Fell von den Ohren ziehen. Das ist jetzt vielleicht nicht so prickelnd. Muss aber wohl sein, um hier zu überleben. Kommt sein unsichtbares Fleisch zurück. Warum hat es mir überhaupt gegeben? Ich habe es ja nicht mehr benutzt für irgendwas. Das war echt schwachsinnig. Ist extra eingebuddelt, damit es sich länger frisch hält. Da hat es mir gegeben. Ich habe es mitgenommen auf meinen Ausflug und gebe es jetzt hier wieder zurück. Ah, Yakuza. So, und jetzt wieder zurück und wir lernen, wie wir Fallen stellen. Vorher versuche ich zu speichern. Ich weiß nicht, ob wir direkt in eine Cutscene reinkommen. Ja, kommen wir nicht. よう済んだのか。ああ。そっか。なら次は罠漁に行く。うさぎを取って馬場に精をつけさせてやろう。すみません、兄貴。俺のためにわざわざ。ああ、任せとけ。くくり罠は俺の方で用意しておいた。 冴島。 Ich frage jetzt, ob der Berg für uns bereit ist, oder? Bereit ist, uns zu empfangen. Ja, Junbi dektoru. So, nee, wir brauchen noch dieses Repair-Kit, damit wir diese Hütten wieder aufbauen können. Mache ich jetzt mal. Habe ich jetzt hier meine Sachen dabei? Nee, muss ich mitnehmen, weil dann kann ich jetzt auch die Sachen verkaufen. Muss mal gucken, zu wem ich da gehen kann. Vielleicht zu der Tante auf dem Berg. Können wir hier die Hörner des Hirsches und sein Fell, am besten das komplette, kaufen.
Ich habe jetzt nämlich überhaupt keine Kohle. Ich könnte jetzt auch hier die Plates verkaufen. Hätten wir auch Geld. Aber mal schauen, ob ich das überhaupt brauche. Ich weiß nicht, ob die hier Bronze- und Silberplates nehmen. Vielleicht nehmen sie auch meine Kreditkarte. Also im Chat ist nicht so viel Aktivität. Ich weiß nicht, ob noch jemand guckt überhaupt. Aber ich gehe mal davon aus. Soll ich mal gucken, oder vielleicht hier drin? Ich weiß nicht. Kann man da. Nee. Wem gehe ich denn, wenn ich handeln will? Na. Finde ich ganz gut, oder? Ja, eigentlich braucht man mit den Typen hier gar nicht reden. Außer mit der hier, die hilft uns eigentlich immer schon ein bisschen. Ja, hier gibt's auch nichts. Ja, so war das also gelogen, dass ich ein Repair Kit hier kaufen kann. Oder halt nochmal mit ihr? Nee. Verstehe ich nicht. Der hat doch gesagt, ich kann hier was kaufen. Vielleicht kommt das erst noch. Ja, der Typ da hinten, der hat eh nichts zu sagen. Gut, dann lernen wir jetzt, wie wir Hasen fangen. Der ist ganz aufgeregt, let's go trapping. Einiges Wishops im Inventory oder in Itembox ist, man muss es eh nur in Snowgear verfrachten. Ich hoffe, wir fahren mal wieder mit diesem Snowspeeder, wie wir es im Gefängnisausbruch gemacht haben. Das war ganz lustig. Aber es ist jetzt nicht so der Silent Approach. Ich kann wohl noch nicht diese reparieren. Cooler Kamera-Engel oder Winkel. Also jetzt können wir doch die Sachen verkaufen. Wir haben sie jetzt aber nicht mitgenommen, weil wir dachten, wir gehen auf den Berg. Jetzt nicht, mal später.
Und ich dachte immer, das wäre Teil von einem Drumset. Wie silly von mir. Also wir müssen auch diese Fallen dann reparieren, wenn die kaputt gehen. Das ist schon ganz ausgeklügelt, was sie da gemacht haben. Das ist die Frage, wie viele wir davon wirklich brauchen. Wenn wir so viel Munition haben und das Schießen gar nicht so schwer ist. Das war ja das Blöde an Yakuza Dead Souls, finde ich. Da hat man ja nur geschossen. Das ist an sich nicht verwerflich. Aber das Schießen hatte eine ganz komische Steuerung. Man musste eine Taste gedrückt halten und hat dann mit dem linken Stick gezielt irgendwie. Es war ganz komisch. Hier ist es so, wie man sich es jetzt vorstellt. Man mit dem rechten Stick gezielt. Okay, bewegen wir uns mal vorwärts und er erklärt uns dann schon, wann wir die Falle setzen müssen. Gehe ich davon aus. Ich schaue mal die Items. Wie die Snares. Kann ich die selber auch platzieren? Nee. Gesehen, dass wir auch Abilities Level Up machen können, aber können wir jetzt nicht, während wir hier unterwegs sind. Denn ein Jäger muss immer wachsam sein, wenn er auf der Jagd ist, wahrscheinlich. Ah, okay. Naja, gut. Auch noch fertig. Warum hat er eigentlich Dynamitstangen um seinen Gürtel gehängt? Springt sich doch irgendwann in die Luft, wenn wir dem Bär nahe kommen. Wieder schon kommen und ich das dann seiner Familie erklären. Okay. Erzählen wir die Falle. Wie platziere ich die Falle? X. Ja. Oh, da gibt es wohl mehr als die Snare. 90. Gibt es vielleicht auch noch ein Hi-Hat, was ich hinsetzen kann? Mehr kenne ich nicht beim Schlagzeug. Hi-Hat, Snare. Was ist da noch? Eine Drum halt. Nee, wir sind keine Killer. Nee, wir doch nicht. Okay, wir können also quasi hier die Fallen setzen. Wir können verschiedene Arten von Fallen setzen, damit wir verschiedenes Wild fangen. Und sobald wir sie gesetzt haben, müssen wir einfach später wiederkommen und dann sollten wir was gefangen haben. So ein bisschen wie in Sheltered. Diese Early Access Titel auf Steam. Dazu aber dann mehr, wenn wir dieses Survival Games Special machen, was ich schon länger plane. So, wir haben 5 Snares, also. Hallo, was machst du denn hier? Also platzieren wir die 5 Snares. Guten Bands gehen wahrscheinlich so auf Akquise für ihre Drummer. Setzen einfach ein paar Snares aus und da kommen die guten Drummer schon. Watch your health while on the mountain. Yeah. Naja, also die Lebensenergie, die brauchen wir eigentlich nicht so häufig beachten. Aber da hinten ist doch ein Trap-Icon. Ich muss doch dahin jetzt. Ach, du bist ja eine doofe Vogelscheuche. Okay, da habe ich wohl einen übersehen. Ein Fallenpunkt.
können wir die Fallen wohl setzen, wo wir wollen. Und es können wohl auch wilde Bären, muss es nicht der menschenfressende Bär sein, aber wilde Bären auftauchen. Den kann ich immer noch nicht hin. Und dann sollen wir wohl den Attacken ausweichen, wenn möglich schießen, und dann wird er schon von selber abhauen. So war es ja auch bei dem großen menschenfressenden Bär. Ja, wo darf ich denn jetzt noch was setzen? Waren ja alle Punkte. Und sagte dann, ich soll die restlichen auch noch setzen? Wir haben 4 verteilt, 5 haben wir. Da hinten wäre doch eins direkt. Da bin ich hin. Hab ich noch irgendwie so einen Punkt verpasst? Nö. Doch. Ah, okay, da ist schon jemand reingelaufen, oder wie? Und da ist der Hase ins Netz gegangen. Das ist wohl nicht Babas Hunger, den wir da gehört haben. Okay, jetzt bekämpfen wir wohl ihn wieder. Okay. Läuft er uns immer noch hinterher, der andere Typ? Okay. Boots. In the face. Ah, das ist schon ein bisschen kuppelig, weil das auch daneben geschossen. Steht plötzlich hinter uns, der Typ. Ah, und die Kamera ist nicht gerade ideal. Mach mal rein. Oh, fuck. Ja, lad doch mal nach, ey. Oh, der kann nur im Stehen nachladen. Das läuft hier alles so ein bisschen in Zeitlupe. Das ist aber eher die Framerate, die in die Knie geht. Ja, das war's wohl mit ihm. Bis wir jetzt wissen, wie wir Hasen fangen können. うまい、うまいっすかね、これ。あ、でも、栄養はありそうです。だいぶ体力も戻ってきたようだな、ババ。ええ、これも奥寺さんと兄貴のおかげです。感謝してます。冴島、ウサギの毛皮でお前の防寒着も補強しておいた。 試しに来てみろ。 なるほど、こいつはあったかいで。 そいつを着れば雪山でもなかなか体力が減らんだろう。 奥寺藩。 お前が命がけで取ってきた獲物だ。俺に礼などいらん。相変わらず素直やないの。
全くですね。なんとでも言え。オクデルハン、どこに行くんや。集落の様子を見に行ってくる。雪で塞がっていた道がどうなってるか気になるからな。お前たちにはまだこの集落を出てやるべきことがあるんだろう。ほな俺が行くわ。師匠を働かすんはあかんやろ。それに奥寺藩もまだ傷が治っとらんはずや。少し休んでもらおうな。なら好きにしろ。Haben wir unseren zweiten Skill auch noch bekommen. Wird jetzt weniger Schaden nehmen quasi, wenn wir in der Kälte sind. Weniger Lebensenergie verlieren. Und jetzt schaue ich mal, ob ich mit diesem Händler draußen an denen diese ganzen Häute verkaufen kann. Und eventuell so ein paar Repair-Kits kaufen kann, damit ich Fallen reparieren kann und auch die kleinen Häuser. Nani? Ja, mit der reden wir jetzt auch gleich noch. Und dann suchen wir ihren Mann mal auf dem Berg. Aber jetzt will ich jetzt erstmal handeln. Hallo. Ja, genau das will ich ja jetzt machen. Also, okay, das ist wohl eine Nebenmission, Supply the Trader. Für 1 Million N Sachen bringen. Und wie weit wieder hochkommen. Mal die. Wir dürfen natürlich auch nicht zu viel, besonders für den Miet, verkaufen, weil wir das ja eventuell brauchen, um unsere Lebensenergie wiederherzustellen. Deswegen behalte ich mal eins. Oder eigentlich. Pilz bringt besonders viel. Snare verkaufe ich natürlich nicht. Hier halt. Und ja, klar. 23.000 schon mal. 1 Million? Der hat ja wohl einen Arsch offen.
So, Snares können wir kaufen. Wenn wir sie verkaufen, sind sie 800 wert. Wenn wir sie kaufen, sind sie 2000 wert. Oh, wir können jetzt auch Füchse fangen mit kleinen Fallen Martens. Weiß nicht, was das ist. Wahrscheinlich hier die, wo immer die Kabel von den Autos anfressen. Dann hier Trap Mod Kit, Trap Repair Kit, Hatch Repair Kit. Okay, wir können die auch modifizieren. Wenn wir sie effektiver machen, kostet 1000. Und so ein Hatch Repair Kit kostet schon mal 10.000. Bear Bait. Und der Provision. Boah, ist aber teuer. Carrot. Wie taste. 60. Okay, wir können wohl was draus machen aus Holz. Okay, und was kann man mit beiden machen? Das ist halt die Frage. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal dieses Hot Repair Kit mitnehmen. Und so ein bisschen neugierig bin ich schon auch hier mit dem Boss, Macro Bait, Witch Bait, Shrimp Bait. Kommt schon wieder Angeln auch. Im Bächen. Lobster. Einige Sachen, die man hier kaufen kann. Was könnte man denn hier draus machen? Würde mich jetzt schon mal interessieren. Nee. Abilities können wir upgraden. Haben wir jetzt 10 Punkte. Aber ehrlich gesagt, wir kämpfen ja hier eh nicht. Also es ist ziemlich sinnlos. Machen wir dann, wenn wir es brauchen. Wie kann ich die hier dafür? One of the famous carved dolls from Hokkaido. Vielleicht bringt uns das ja was mit diesem mysteriösen Typen, der da in der Wildnis ist. In seinem Schrein. Das schauen wir später auch noch hin. Gehe ich aber erstmal hoch zu der Frau von dem Jäger, der da hier wieder in die Wildnis gegangen ist. Ein bisschen verschollen ist. White Darkness wieder eine Nebenmission. Jetzt haben wir schon zwei aufgenommen. Einmal für den Händler, dass wir Waren im Wert von 1 Million Yen an ihn verkaufen sollen. Und dann noch den Jäger hier finden sollen. Jetzt gehe ich aber auch noch hier nach hinten durch. Wenn es mir jetzt auch möglich ist. Oder auch nicht. Okay, das war falsch. Ja, hier ist wohl im Moment noch nichts. Dann kommt jetzt hier eine... Die sind gerade so wieder zurückgegangen. Aber make an offering from the heart and the mountain gods will share you with their wisdom. Was ist das? Das ist doch bestimmt dieser Holzblock, den wir hier lassen. Jo, dann nehme ich doch einfach mal. Nicht benutzen.
Taurina lassen wir mal da stehen. Eine Flasche Taurina. Okay, das war nicht richtig. Vegetables from the village might work. Also die billigen Karotten für 60 Yen oder was? Ja. Man kann sie ja mal probieren. Aber vielleicht muss ich auch so viele Holzblöcke kaufen und dann was reinschnitzen, bis ich das Richtige gefunden habe. Habe ich so ein Gefühl. Oh, wir sollen 12 Chizo-Statuen finden. Können wir auch einfach die, die wir selber geschnitzt haben, dafür hergeben. Oh, was die uns jetzt mit Mission zu schütten. Ob wir die verkaufen können? Nee, die ist gar nicht mit dabei. Was? That will be 2000? Stand das gerade da? Habe ich denn jetzt alles verkauft? Hat wohl doch ein bisschen mehr gekostet, die Karotte. Supply und Demand halt. Angebot und Nachfrage. Können wir jetzt also irgendwelche Gaben geben, damit er uns neue Skills lernt? Finde ich ganz gut. Wie jetzt noch nicht, oder? Was labert er? The mountain's bounty dwindles at this time of year, yet sustenance can be had. You but look. Oh. Meister Miyagi, ich weiß nicht, was er mir erzählen will. Wir machen jetzt eh einen kurzen Break, nachdem wir hier jetzt schon ein paar neue Quests gesammelt haben und machen dann weiter. Und dann bis gleich. Und ihr könnt da währenddessen mal den Link auschecken, den ich einblende. Da findet ihr alle alten Parts von Yakuza 5.